So, hallo. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt alles so klappt und dass man auch was hört. Und dass die Scheibenwischer nicht im Weg sind. Wie man sieht, ist es schon wegen Überfüllung beim Bäcker geschlossen. Ich habe das Radio jetzt mal auf Pause gemacht, dass ich euch einen erzählen kann. Das erste Stück ist wie gewohnt bis zu unserer Lieblingskreuzung. Und es ist arschkalt im Auto. Heizung an, Eco aus. So. Ah, hier stört wahrscheinlich die Lüftung nicht. Dann wurde etwas umgebaut hier, nachdem die Tage wohl der LKW festgesessen hatte. Und wir fahren dann dieses Mal heute geradeaus. Ich muss jetzt erstmal die Lüftung auf Soft machen. Also. Also ich hoffe, das klappt alles so, wie ich denke. Ich kann das zwar hinterher dann auch noch mit Musik unterlegen, aber ich dachte mal, ich erzähle euch jetzt erstmal ein, wo wir jetzt auch herfahren. Also wir fahren jetzt über die Bahn und fahren jetzt auf den Sand. Das ist auch so eine herrliche Straße. Kommen sie gerne so schön aus den Seitenstraßen geschossen. Das Auto sagt mir, es ist kalt. Immerhin 1 Grad. Aber er stand auch ein bisschen in der Sonne. Wie man sieht, stehen sie dann hier einfach schon mal so mitten in der Gegend rum. Nein, jetzt parkt er ein. So, wir biegen jetzt hier links ab Richtung Teil vom Benzberg und die Benzbaracken. Also für alle, die so ein bisschen neugierig sind, da fahren wir dann auch gleich einmal durch. Und da hinten kommt die Feuerwehr. Aktuelle Benzinpreise. Vortransporter, die mir auf der Nase auf die Pelle rücken. Hier rechts ist ein Kinder-Indoor-Spielplatz, glaube ich, war das. Waldhof Ost, Benz-Eingang. Ich hoffe mal, jetzt komme ich da überhaupt noch her, wo ich her will. Der Ford hinter mir ist auch weg. Gut. Hier
sehen wir rechts schon einen Teil der Benz-Baracken. Die aber alle nicht zu denen gehören, die man aus dem Fernsehen kennt. Die kommt gleich. Ich würde dann hier rechts reingehen, beziehungsweise hier rechts ist dann der ältere Rum. Wir fahren dann gleich von der anderen Seite links rein. Wir wollen ja jetzt erst einmal Richtung Benzberg. Hier rechts sind das schon schön neu gestrichen. Wie man sieht, ist hier schon extremste Parkplatzprobleme. Wir fahren jetzt mal hier. Das ist definitiv alles hier Benzwerk. Die arbeiten auch alle im Benzwerk. Hier hinten sind so schöne viele Parkplätze, wo aber irgendwie keiner drauf fährt. Also hier fängt das Benzwerk schon an, so komplett. Das ist hier, das ist das Tor Nummer so und so 4, glaube ich. Das ist schon mal ein Teil vom Benzwerk. Wie man auch sieht, relativ viel los an LKWs und Co. Mal sicherheitshalber nicht irgendwo da rein. Man weiß nie, ob die Schranken dann nicht doch noch zugehen. Aber ich denke mal, man hat schon so einiges gesehen. Da war mal ein Kiosk. Keine Ahnung, ob es das überhaupt noch gibt. Sowieso 30. So, und jetzt fahren wir links rein zu der wohl bekanntesten Siedlung aus Mannheim. Läuft ja regelmäßig auf, was war denn das? RTL 2. Da sind hier vorne, die Blöcke sind so, sind auch schon weg. Da rechts. Und links, hier links rein wird es nach Elvis gehen. Rechts. Hier rechts ist das Häuschen von der Dagmar. Das Problem ist hier immer durch. Die Straßen sind hier auch nicht mehr vom Feinsten. Hier oben kommen wir dann wieder aus der Siedlung raus. Ich kann gerne irgendwann nochmal andersrum durchfahren, aber mehr wie einmal, also das ist, die haben im Moment so oder so schon wieder die Probleme mit den ganzen, wie sagte, den Dings so schön. Man kommt sich stellenweise vor wie im Zoo. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob sie mein Auto noch kennen, weil ich bin ja auch öfters mal da. Einige kennen, aber da dieses Jahr ja irgendwie noch nichts wirklich möglich war, auch nicht mit irgendwelchen Veranstaltungen oder sonstiges, waren wir dann logischerweise nicht da. Und Autos sind Schall und Rauch. Ja, und das hier hinten ist halt auch so alles so 50er, 60er Jahre Bau.
Hier muss man jetzt erstmal irgendwie wieder rauskommen. Hinten dran an der Siedlung vorbei. Die Straßenbahn, alles ist hier auch erst vor 2-3 Jahren, glaube ich. Es ist hier immer bei mir so eine Zeitsache gemacht worden. Keiner wollte sie eigentlich, aber jetzt finden sie es alle toll. Hier rechts wird es dann wieder in die Siedlung reingehen. Wie man, glaube ich, auch sieht, Benz Baracken. Und so weiter und so fort. Wobei es eigentlich auch mit den Benz-Baracken, wie es eigentlich mal war, gar nichts mehr zu tun hat. Das ist alles nur noch im Prinzip normaler Sozialbau, wie in allen anderen Städten auch. So, jetzt müssen wir einmal außen rumfahren, da war ja hinten rum nicht rumkommen. Aber wir kommen auf jeden Fall noch an zumindest an 2 Eingängen, ja, ich glaube an 2 vom Benzwerk vorbei. Wenn wir jetzt hier rechts, wenn wir hier rechts rumfahren, da ist dann auch der Verkehrsübungsplatz Mannheim. Ja, jetzt fahren wir gleich über die sogenannte Schneckennudel. Alle aufpassen, dass es nicht schwindelig wird. Allzu schlimm mit den Blenden. Aber ich bin ja froh, dass wir wenigstens vernünftiges Licht haben. So, und auf der rechten Seite sieht man im Prinzip jetzt schon wieder komplett alles Benz.
alles Benz hier. Wenn wir hier links abbiegen würden, kämen wir übrigens zur JVA, um es vernünftig auszudrücken. Allseits bekannt durch den Herrn Kachelmann, der ja etwas länger hier gesessen hatte, so wie ich das noch im Kopf habe. Auf der linken Seite ist gleich ein schöner großer Schrottplatz. Und danach kommt der Parkplatz vom Benz. Und wie man hier sieht, hier ist Mercedes-Benz Tor 1, Lutzenberg Ost. Alles komplett Benz. Auf der linken Seite alles komplett Parkplatz, auch Benz. Das ist der Wasserturm vom Lutzenberg. Das ist heutzutage, glaube ich, eine Schule. Natürlich falsch gefahren, aber das kommt auch vor. Gibt es ein bisschen mehr zu sehen. Ach, da muss ich jetzt erstmal überlegen, wie wir hier jetzt wieder wegkommen. Ja, so oft fahre ich diese Strecken halt nicht. Aber dann tarnen wir das Ganze einfach mal so, als wäre das so geplant gewesen. Ist doch ganz ziemlich simpel. Dann fahren wir jetzt hinten daher. Ich hoffe, man kann mich überhaupt gut verstehen. Das ist ja so die andere Sache. Das hängt ja auf der anderen Seite. Wenn man mich nicht ganz so gut versteht, dann vertone ich das hinterher auch noch. Also dann werde ich das auch noch mit Musik einspielen. Jetzt fahren wir im Prinzip Richtung Innenstadt. Können, aber ich wollte ja noch ein Stück woanders herfahren. Das
das klappt dann jetzt auch. Zu Fuß habe ich mich hier übrigens mal irgendwann verlaufen, aber total. Bin dann logischerweise auch in die falsche Bahn eingestiegen und all solche Dönikes. Das ist aber ewig und 3 Tage her. Rundfahrt an der JVA vorbei. Schöne Mauern mit schönem Stacheldraht. Das sind wahrscheinlich alles Wohnungen von Bediensteten. Also so ist das zumindest in anderen Städten. Wer weiß, ich komme ja aus Werl, da ist das ja auch so. Sein sollte oder sonst was. Nur ihr habt ja jetzt habt ihr auf jeden Fall gesehen. Wo in etwa? Einsammler parken auch, wo sie wollen.
Ich hoffe mal, der Akku hält, der Akku hält, der Akku hält. Das Problem ist hier, ich kann meine Powerbank bis dahin nicht anschließen, so ein langes Kabel habe ich nicht. Beziehungsweise ich kann aber das Auto bis dahin nicht anschließen, so ein langes Kabel habe ich auch nicht. Sonst hätte ich ja wenigstens noch die Verbindung auf meinem Display liegen. Fahren können, wenn ich nach Hause gewollt hätte, aber ich will ja noch rumfahren. Da kommt gleich auch irgendwann wieder ein Blitzerchen. So, habt ihr aber auch nochmal den schönen Wasserturm von Lutzenberg, den ehemaligen Wasserturm oder was auch immer. Ein Autobahnschild. Ich glaube Waldhof, nein, Waldhof ist es nicht, Waldhof kommt da hinten erst. Ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Haltestelle ist. Das ist wahrscheinlich dann Lutzenberg. Da vorne, das ist glaube ich eine Baptisten-Church. Wenn ich das richtig im Kopf habe, als wir das einmal am Renovieren waren, also auf der linken Seite. Und hier rechts ist jetzt schon wieder gleich alles, hinter den Bahnen stehen, ist alles Benz. Die großen Dinger, die man da sieht und das. Zurück, weil ich keine Lust habe, den Speckweg noch mal zu fahren. Wie man sieht, die Leute parken überall gleich scheiße. Ja, und Mannheim im Moment halt auch eine Baustelle.
Hier Rewe und Aldi, wo wir eigentlich meistens einkaufen. Schlangen stehen draußen, ja, ich hab's gesehen. Wir fahren dann einfach mal. Wenn ich jetzt Normalgeschwindigkeit drauf gehabt hätte, dann wäre Madame hier drin gehangen. Das ist wieder ganz nett. So, steht der jetzt da an oder steht der jetzt da nicht an? Jetzt fahren wir auf die Waldstraße. Das ist auch alles neu gemacht, die ganze Straßenbahn hier. Das ist alles komplett neu gemacht. Ich denke mal, ihr könnt euch die Jahre davor vorstellen, was das für ein Chaos war. Es war nicht sehr angenehm. Irgendwann in den nächsten Tagen muss ich auch noch mal tanken, dass ich die für dieses Jahr noch mal den Preis mitnehme. Ansonsten fahre ich das Auto ja zu 80% auch nur wegen zur Arbeit. Und die anderen 20% dann halt mal zum Besuchen von in NRW oder sonst wo. Das heißt, er muss unbedingt mal wieder bewegt werden. Das steht ja jetzt auch schon wieder ewig. Deswegen ist diese etwas längere Fahrt jetzt auch schon ganz gut. Und aber für 1,15 danke ich.